ich glaub dir das. Geile Truhe, geile Truhe. Wieso ist die Dunkelheit hier unnatürlich? Ich finde sie sehr natürlich hier drin. Wenn kein Fenster da ist, dann ist es nun mal einfach dunkel. Das Memento hätte echt nicht sein müssen. Ich mache mal die Tür zu, ich habe keinen Bock immer. So. Teil eines Bohrers. Nice. Sehr schön, das war wichtig. Ein Bohrer. Okay, ein Bohrer. Wozu brauche ich einen Bohrer? Um durch die Steinwand zu kommen? Um den Aufzug irgendwie. Ich will das Ding haben. Scheiße. Ich glaube, ich habe verkackt. Ah ne, ich habe Öl dabei. Die scheiß Zunderbüchse. Hier ist kein Licht. Ne, das eine lasse ich mal noch aus. Okay, das Ventil ist zugerostet. Hier gibt es noch einen Raum oder war ich da schon drin? Ich hab's vergessen. Nee, hier war ich noch nicht drin. Eine Notiz. Bezüglich explosiver Mischung. Ah, eine exklusive Mischung. Ich habe den Sprengstoff vorbereitet, den für den Ablasskanal brauchst. Ich kann nicht genug betonen, wie wichtig es ist, mit der Mischung vorsichtig umzugehen. Okay. 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 Im Raum nebenan habe ich zwei große Fässer davor vorbereitet. Flüssigkeit zu mischen. Agrippa. Okay, alles klar. Das ist wahrscheinlich eins von den großen Fässern hier. Wahrscheinlich eins von den großen Fässern hier. Wo das Ventil verrostet war, ist die eine Mischung. Die andere Mischung steht hier. Okay, Ventil ist verrostet. Ja, das sieht sehr chemisch aus. Gekundario. Sieht sehr chemisch aus. Wieso geht die Tür immer zu? Oh, hier war ich noch gar nicht drin. Ich komme ein bisschen durcheinander. Nice. Einige Gegenstände im Bestand können miteinander kombiniert werden. Zieh dazu einen Gegenstand auf den anderen, um zu kombinieren. Okay. Du kannst den Bohrer noch nicht zusammenbauen. Du musst erst alle Teile finden. Okay. Es wird da voll zum Adventure hier. Starke chirurgische Nadel. Eine Nadel. Ein Stab. Zwei Teile eines Bohrers. Mit dem Bohrer bohre ich das Loch in das Holzfass, in die Holzfässer, sodass ich das Zeug bekomme. Das da drin ist, die Flüssigkeit. Und damit, BÄM, sprenge ich alles in die Luft. Diese eine Holz, das eine Ding da, das... Boah, jetzt mal, ey. Spreng ich die Dinge in die Luft. Genau, die. Ihr wisst schon, was ich meine. Oh, du Kacklaterne, ey. Wenigstens genug Zeug angezündet. Das Problem ist, ich sehe trotzdem nichts. War ich hier schon drin? Ich war hier schon drin, gell? Scheiße. Ich sehe absolut gar nichts. Bam! Teil eines Bohrers. Fuck! Och nö, ich hab so keinen Bock. Wieso ist jetzt ein Monster da? Wieso? So, ich hab einen Bohrer fertig. Ich mach jetzt das Menü weg und mach's Licht an, weil ich glaube, ich bild mir das Monster nur ein, weil es ist extrem dunkel hier drin. So. Beruhig dich. Licht aus. Fuck. Was ist das Monster? Die Musik wird schon krasser. Boah.
Das hält man ja nicht aus, ey. Das hält man ja nicht aus. Hier gibt's gar nichts zum Anzünden, oder? Da hinten. Was ist das hier? Da fehlt die Fackel. Da fehlt das Holz in der Fackel. Okay, dann müssen wir wohl hier wieder raus. Wieso habe ich gerade so ein Monster gehört? Ich glaube, ich war psychisch Zustand einfach zu schlecht, weil ich die ganze Zeit im Dunkeln war. Dann stellt er sich das bloß vor, aber es ist gar nichts hier. 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 Es ist zu schön. Ich kann so rumrennen und springen, wie ich will. Es ist zu schön. Es ist zu schön. Ich muss mir einfach nur einreden. Wieso ist hier plötzlich? Ich habe keinen Bock mehr. La 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 la. Plötzlich ist hier jemand gestorben. Gerade eben, wo ich hier war. Weil vorher war das nicht. Die Tür, wenn ich sie öffne, kommt ein Monster. Ich glaube, ich singe einfach weiter. Die Tür lässt sich immer noch nicht bewegen. Das finde ich sehr schade. Sehr schade, schade, schade. Sehr schade, schade, schade. Ich laufe hier rum und freue mich meines Lebens. Ich springe rum, es ist so schön, es ist so schön. Ich gehe wieder runter, gehe an den Fass. Und der Bohrer bohrt mir ein Loch in das Fass, damit ich ein Loch hab in dem Fass. Das Fass ist so schön und so voll mit dem Zeug. Was nicht verwendet werden. Jetzt. Na toll. Habe ich Behälter? Chemietopf. Hooray! Ich bin so schlau. Ich habe rote Flüssigkeit. Es ist so intelligent von mir gewesen. La 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 la. Ich bin so schlau, yeah. Ich bin so schlau. Und kein Monster kann mir was anhaben, weil ich so schlau bin. Wunderschön gemacht. Wunderschön gemacht. Chemietopf hingestellt und freuen. Denn es wird jetzt nicht mehr rot, sondern rosa. Rosa, 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 rosa. So. Tada, ich habe Explosivstoff. Wieso wackelt alles? Gar kein Grund dafür. Es gibt keinen Grund für einen Wackler. Denn hier ist kein Erdbebengebiet. Wo muss ich hin? Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich glaube, ich muss wieder hoch. Ja, ich hab recht. Ich hab recht, denn ich hab's drauf. Ich muss wieder hoch. Was ist hier unten eigentlich? Ein Riesenzahnrad und ein paar Stühle. Und Fässer und eine weinende Frau weint mich an. Sie weint mich an die ganze Zeit. Sie ist wahrscheinlich da drin und weint mich an. Sagt so, ich spreng jetzt alles in die Luft, damit die Monster mich kriegen können. Was jetzt? Was ist passiert? Und jetzt? Ich habe das Ding gesetzt. Oh yeah, yeah, yeah. Ich muss es, glaube ich, irgendwie erst anzünden. Macht das Sinn? Ich glaube, es macht Sinn. Wie komme ich nochmal M zurück? Nee. J, K, L, M, A. J. Okay, Notizen. Bezüglich explosiver Mischung. Genau. So, Flüssigkeiten vermischen. Die Flüssigkeit selbst ist nicht... Ach so. Okay. Die Flüssigkeiten an sich sind nicht explosiv, wenn man zusammenmischt, sind sie explosiv. Okay. Gut, wie zünde ich den. Zünde ich den Sprengstoff? Wie zünde ich ihn? Wie zündet man Sprengstoff, indem man was draufschmeißt, oder? Okay. Na dann los. Ja, ich glaube. Ich glaube, das war gut. Ich hab's geschafft. Ich bin so gut. Ganz ruhig. So. Sehr schlau von mir gemacht. Blutspur. Okay. Blutspur. Es ist dunkel. Die Kerze ist auch an und sehr hell. Es ist sehr schön. Hier. Cool, die Kerze hat die Explosion überlebt. Sehr nett von der Kerze. Die Kerze hier hinten ist sehr nett zu mir. Sie bleibt einfach an, damit ich Licht habe. So eine nette Kerze. Spiel ist allgemein sehr nett.
Es gibt nette Kerzen, nette Böden, nette Blutspuren, nette Monster. Nette Frauen und nette Foltermenschen. Ja. Sehr nett. Hier alles. Nahrungsvorrat. Oh. Na, wenn hier mal nicht auch was Nettes. Nahrungsvorrat. Also wenn ich Monster wäre, wäre ich hier drin. Weil hier gibt es was zum Essen. Essen macht Spaß. Essen ist schön. Auch Monster haben Bock zu essen. Aber von mir aus, ich habe kein Problem damit. Wenn hier keine Monster sind, dann halt nicht. Dann halt nicht. Jo. Okay, ein bisschen abgesucht hier, ob irgendwas hier ölmäßig oder so hier was zu finden ist. Ich glaube nicht, ich gehe doch in das Schweineding rein. So. Die eine Frau regt mich nur noch auf. Die weint die ganze Zeit, hey. Mädels, die hier zuschauen, weinende Frauen, die den ganzen Tag nur weinen und rumschluchzen, das ist nicht schön, das ist nicht. Es ist nicht schlecht, wenn eine Frau ein bisschen männlich ist. Es ist nicht unattraktiv, wenn man kein Öl mehr hat, womit man sich einschmieren kann oder wahlweise in der Laterne tun kann. Aber Öl einschmieren ist normalerweise schon sehr sexy, kann ich nur empfehlen. Oh, das war jetzt irgendwie. Du bist so ein Pisser. Du bist so ein Pisser. Du bist so ein Pisser. Ich hasse dich so sehr. Oh mein Gott. 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 Ich stelle mich hier in die Dunkelheit, okay? Okay. Und ich bin ruhig. Ich mach keinen Lärm. Ich mach keinen Lärm. Weh, du gehst zu mir. Ich bin ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig. Ja. Und wie geht's dir so? Also ich bin Daniel. Sehr erfreut. Ich habe Hunger. So wie du. Ich habe Hunger, so wie du. Ich werde verrückt. Aber ich darf es nicht angucken. Ich darf es nicht angucken. Ich darf es nicht angucken. Boah, es ist krass. Ich hab gelesen den Tipp. Ich habe gelesen den Tipp. Ich darf es nicht angucken. Wenn mich jetzt angreife, ich bleibe einfach hier, okay? Ich bleibe hier, ich werde verrückt. Ich weiß, ich kriege gleich einen Tinnitus und ich werde verrückt, aber ich guck's nicht an. Weil mein psychischer Zustand verschlechtert sich damit, dass ich das Ding angucke. Das ist der Tipp. Deswegen gucke ich es nicht an. So, und jetzt werde ich ruhig. Schau die schöne Wand an und dreh mich nicht um. Es macht auch keine Geräusche oder so, der redet mit mir. Es ist immer noch da. Ich glaube, ich hau einfach ab, okay? Wahlweise kann man auch einfach sterben. Ich kann auch einfach zum Monster hingehen. Ich stelle mich mal hier in die Helligkeit hin, damit es mich sieht. Beruhig dich jetzt. Wahlweise kann ich auch einfach sterben. Ich sehe nichts mehr. Hallo, hallo, ich sehe nichts mehr. Dann habe ich das Monster auch besiegt, weil das Monster verschwindet dann. Zumindest das letzte Monster ist dann verschwunden. Ich mache mal hier an, gell? Ich habe. Alter, ich werde verrückt. Okay, schlucken, beruhigen, angucken. Passt, 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 passt. Mir geht's gut, mir geht's gut. Es ist so schön, hier rumzulaufen. So. Ja. Wieso ist der Raum auch so kackendunkel, Mann? Ich sehe halt nichts. Wieso habe ich das schlechte Gefühl, dass ich da rein muss? Ich muss wahrscheinlich da rein. Vielleicht renne ich. Ich muss es rauslocken, dann einmal drum rumrennen, an Angst verrecken, kurz umfallen oder so und dann hier wieder rein, Tür zuschließen und drin bin ich und dann bin ich da drin und gewonnen habe ich auch nichts. Okay. Was soll ich jetzt machen, Mann? Was soll ich machen? Licht an und rein? Oder einfach so rein ohne Licht? Okay, einfach so rein ohne Licht. Oh mein Gott. Oh mein Gott.